warme Tage mit sehr viel Sonne und momentan der erhoffte Regen. Das alles begünstigt das Pflanzenwachstum, wie man auch hier ein bisschen im Gewächshaus sehen kann. Entwickeln sich die Pflanzen prächtig und wenn natürlich die Pflanzen sehr gut wachsen, habe ich auch natürlich sehr viel zu tun. Und in dem Video nehme ich euch mal ein bisschen mit, welche Tätigkeiten ich jetzt so Anfang Juni mache. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, momentan kümmere ich mich überwiegend um die Tomatenpflanzen hier. Also ich tue zum Beispiel sie hier im Gewächshaus und im Folientunnel ausgeizen. Also ausgeizen bedeutet zum Beispiel, dass ich die Seitentriebe abreiße oder beziehungsweise abklipse. Mal mit der Hand, wenn die nicht zu dick sind, wenn sie etwas dicker sind, mache ich das gerne mit einer Schere. Und das mache ich einfach aus dem Grund, dass halt die Tomate nicht zu buschig wird, nicht die ganze Kraft in die Triebe und ins Pflanzenwachstum geht, sondern auch dann später in die Fruchtbildung geht. Manche Tomaten bilde ich auch mehrtriebig aus, also da lasse ich ein oder zwei Seitentriebe stehen, damit sie nicht zu groß wird, ein bisschen kompakter. Das ist so ein Selbstversuch, das mache ich jetzt hier zum Beispiel im Gewächshaus bei den äußersten Pflanzen. Und unten im Folientunnel mache ich das auch am Rand entlang. Und so kultiviere ich ja jetzt momentan die Tomaten einfach ausgeizen. Auch hier, wie ihr sehen könnt, fehle ich sie immer gerne ein. Mache ich jetzt auch. Also ich habe auch Tomatenspiralen, aber das Einfädeln an Tomatenhaken ist um einiges praktischer. Man kann sie auch viel besser kultivieren, wie ich finde. Und man kann sie dann auch später runterhängen und auch viel größer wachsen. Im Folientunnel habe ich sie nur aufgefädelt. Und da muss man halt auch immer ein bisschen aufpassen, dass man beim Auffädeln bei den Tomatenhaken die Abstände von dem Einfädeln, dass die nicht zu groß werden. Weil ich hatte auch letztes Jahr das Problem, dass dann, wenn man die Pflanze nicht ordentlich und sauber in regelmäßigen Abständen einfädelt, dann passiert es manchmal, dass die dann einen Knick bekommt oder so U-förmig wird und dann irgendwann auch mal zusammenbricht. Und man muss auch ein bisschen aufpassen an die Blüte, dass das Seil nicht unbedingt an die Rispe oder Blütenknospe reibt, weil dann ist es mir auch schon mal passiert, dass mit dem Wind die Blüte bzw. auch die komplette Rispe abgeflogen ist bzw. abgerissen ist. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und das ist jetzt so ziemlich das bei den Tomaten. Was mich auch ziemlich freut, ist unten bei den Tomaten im Folientunnel ist es so, dass sehr viele Tomatenpflanzen einerseits, also Früchte vom letzten Jahr, mit in den Boden eingearbeitet worden sind. Wir haben ja einfach umgegraben und da sind jetzt auch so die ersten Wildaufgänge einfach mal rausgekommen. Die tue ich natürlich auch alle raus, weil das ein bisschen stört, sage ich mal. Und es, das kann dann auch dazu passieren, dass dann alles zu buschig wird. Und das möchte ich ja unbedingt vermeiden, aber es freut mich trotzdem ziemlich. Da werde ich auch vielleicht mir ein paar pickieren sozusagen und in den Topf reinsetzen. Mal schauen, welche Sorten dabei rauskommen. Aber was mich auch sehr freut, ist, dass das Knollenfenchel im Tunnel irgendwie reingekommen ist. Also ich habe draußen Fenchel zum Blühen gebracht auf dem Feld. Das ist ungefähr 20 Meter entfernt und der Wind hat den anscheinend bis ans andere Ende in den Folientunnel reingebracht. Also als ich den Fenchel gesehen habe, habe ich mich wirklich gefreut und dachte mir so, Mann, wie ist denn der jetzt da wirklich mit reingekommen? Also das ist unfassbar, wenn man da einmal irgendwo Pflanzen blühen lässt, Salat, Fenchel, was weiß ich was, auch Phacelia zum Beispiel. Das kommt überall auf, also der Wind, der bringt das überall hin mit und das ist einfach nur beeindruckend und ich staune da immer wieder. Und
was es noch im Tunnel so alles gibt. Ja, neben den Sonnenblumen, die da ein bisschen wachsen an den Ecken, werden auch schon kräftiger. Freue mich auch schon ja, sehr, dass die Melonen unten sehr gut wachsen. Viel besser als im Freiland, muss ich sagen. Da habe ich jetzt auch ein paar Probleme im Hochbeet. Muss ich mal schauen, vielleicht ist es denen ein bisschen zu kalt, dass ich da ein Vlies abdecke. Wäre ein bisschen schade, wenn das nicht unbedingt klappen würde, wenn die im Hochbeet nicht so gut wachsen. Aber unten im Folientunnel fangen schon die ersten an zu klettern und da freut es mich auch, wenn sie schon ihre Fühler so nach oben rausstrecken und diese kleinen Köpfchen so einem entgegenzeigen. Manchmal muss ich dann auch wirklich aufpassen, dass sie nicht aus dem Netz raus, ja, rauswachsen. Dann fehle ich sie immer weiter ein. Und die Gurken, ja, also das sind bei ihnen genauso, die sind sogar noch besser als die Melonen. Und ja, also da freue ich mich auch wirklich. Also die Gurken sind auch schon mit Internet richtig gut. Die wachsen auch und klettern und ja, da gieße ich die vielleicht auch nur einmal und sonst läuft da alles ohne Probleme. Muss da jetzt nicht viel großen Aufwand machen, genauso wie nicht über den Auberginen und Paprika. Die wachsen auch langsam vor sich hin und kommen. Einzige Problem, was ich jetzt unten im Folientunnel hatte, war die Wühlmaus. Weil, ja, unten auf dem Feld sind halt Wühlmäuse. Ich weiß nicht, ob es einer oder mehrere sind. Unten sind auch Katzen, aber die jagen die irgendwie nicht so. Und was ich halt, wo ich das immer bemerkt habe, zum Beispiel eine Melone haben sie entwurzelt, die nicht ganz so gut gewurzelt hat. Ist schade. Hab sie wieder reingesteckt. Mal schauen, ob sie kommt. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist es eben nicht so. Und wo ich das halt auch sehe, dass sie bei den Tomaten zum Beispiel diese Kübel, die wir reingesetzt haben, zum effektiveren Gießen, dass halt das Wasser direkt runter in die Wurzeln kommt, dass sie das auch immer ein bisschen rausheben, aber kann man halt nichts machen. Gehört halt auch mit dazu, was ich, also ein kleines Friedensangebot für die Wühlmaus gemacht habe, ist, dass ich der halt so eine Schale voller Sonnenblumen, Dillsamen und Buchweizensamen einfach hingestellt habe und einfach schaue, ob sie es annimmt oder nicht. Und ja, das, ich kann halt unten nicht so die Vorstellung machen, die ich machen würde, weil es ja nicht mein Grundstück ist und da muss ich mich auch ein bisschen anpassen. Und ja, wenn die Wühlmaus da ist, dann ist sie da. Sie gehört auch mit dazu und muss ich einfach beobachten, welche Möglichkeiten für mich es gibt, dass ich da das, ja, Herr der Lage bin. Und das sind jetzt so die Hauptaufgaben, die ich momentan mache. Draußen auf dem Feld habe ich auch interessante Beobachtungen gemacht. Also zum Beispiel, dass Anfang Juni ich nochmal kühlen Luftzug abbekommen habe und Frostschäden an meinen Kartoffeln und Bohnen bemerkt habe. Ist zwar immer sehr ärgerlich, aber das ist so meine Kleinklimazone, sage ich mal. Also nach den Eisheiligen kann immer irgendwas passieren. Und ja, das ist jetzt so die momentane Gartentätigkeit, Gartenarbeit bei mir, neben dem Ernten natürlich und dem Neusetzen von den Pflanzen. Und ich freue mich einfach wirklich, dass auch jetzt schon die ersten Tomatenpflanzen bzw. die Tomatenpflanzen Früchte bilden. Und ja, es fängt schon langsam an, das freut mich wirklich sehr. Und ja, ich bedanke mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr dem Video auch einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt auch einen, ja, Kommentar hinterlassen, welche Gartenarbeiten ihr momentan zu bewältigen habt. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren oder auf die Glocke drücken. Da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und sonst würde ich mich auch freuen, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familie von mir und meinem Projekt erzählt, dass meine Reichweite immer weiter voranschreitet. Und natürlich findet ihr auch wie immer Unterstützungsmöglichkeiten unten in der Infobeschreibung, damit ich hier weiter, ja, das Permakulturprojekt am Laufen halten kann. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin! Ciao.